Hallo Leute, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare Projekt Armata PvP. Ja, und heute ist unsere FV107er an der Reihe. Heute werde ich in der Garage seine Geschichte mal erzählen und die Daten mal durchführen. Und dann sehen wir PvP-Gefecht. Ja, Leute, fangen wir mal an. Dazu öffne ich hier das Info. Ich weiß, es steht alles auf Russisch, aber wie immer, Übersetzung ist da. Und zwar, wir fangen mal an. Also, FV107er Scimitar ist ein Brite. Man sieht, da ist ein Briten-Tank. Ja, Klasse, gepanzerte Kampffahrzeug. Allerdings, ich habe daraus gelesen, dass es eher so ein Light-Tank ist. Seine Bonussen, schnellere Base-Eroberung und Bonus zur Sichtweite bekommt er auch noch. Dann Bonus zum Tarnung. In Bewegung, Tarnung wird nicht weniger, wenn man nicht schneller fährt als 40. Dann kann er noch Ziele markieren. Der markierte Panzer wird mit vollen Schaden, der bekommt halt den vollen Schaden. Ja, der kann sich dann nicht wieder mal verschwinden und unsichtbar machen. Bekommt, wenn jemand da trifft, bekommt von dem, derjenige, der ihn trifft, dann von dem vollen Schaden. So, ich habe dann noch historisch was rausgelesen. Im Betrieb ist er seit 1971 bis jetzt, Freunde. Das ist so ein Panzer, der eigentlich, ich drücke mal auf History. Das ist der Panzer, der mit seinen sozusagen Vorgänger 100 FV101 Scorpion. Ja, und die werden immer in den Ländern als, die zwei werden dann verkauft. Ja, in den Ländern. Meistens werden die da verkauft. Und teilgenommen an Einsätze, Freunde, Nahosten und Balkan. Ja, da wurde der eingesetzt in dem Einsatz. Was kann ich über diesen Panzer euch mal ein bisschen erzählen, bevor wir zu dem Gefecht kommen? Im PvE habe ich erzählt, den mag ich, aber eigentlich muss ich sagen, Freunde, was mich bei diesem Fahrzeug ein bisschen nervt, in seine Peng-Peng-Gun. Ich bin einer, der einfach ein Panzer liebt, der mit einem Schuss Schaden macht. Ja, dann laden wir, dann schießen wir wieder. Und nicht dieser 30 Schaden, 40 Schaden. Und kommt man bei hart gepanzerten Fahrzeugen gar nicht durch. Aber das ist halt, Armored Warfare hat ihn als Level 2 eingestuft. Und ansonsten, man kann mit dem gut scouten. Seine Geschwindigkeit ist super. Aber man hat Schwierigkeiten mit dem was rauszuholen. Also ich habe, ich muss sagen, bei PvE-Gefecht sehr lange gebraucht, um euch, mehr oder weniger mit diesem Fahrzeug ein guter Match zu präsentieren. Das ist halt der Nachteil von diesem Fahrzeug, ist halt seine Gun. Mir persönlich gefällt sie nicht. Und mit dieser Gun kann man nur vorne kanten. Dabei ist das ein Fahrzeug, wo eigentlich keine Fehler verzeiht. Dieser Fahrzeug schluckt alles, was in dem reinfliegt. Und eigentlich muss man mit dem hinten bleiben. Nur mit seiner Peng-Peng-Gun, wenn man hinten bleibt, richtet man gar nicht so viel bis gar keinen Schaden. Deswegen historisch vielleicht bis jetzt in bei den Briten ist er bis jetzt dabei, aber hier ist er eigentlich ein Tier-2-Tank, sagen wir so. Also ich hatte ihm sogar ein Tier-1 reingesteckt.
So, Freunde, jetzt gehen wir zu dem Gefecht. Ich wünsche euch viel Spaß und holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich wünsche euch viel Spaß und ich sag's nur, viel ab. Willkommen, Freunde, PvP-Gefecht, Tier 3er. Also ich bin mit meinem, hier, mit meinem FV unterwegs. Das ist Tier 2er Lighting, wie ihr wisst. Und PvP-Gefecht, Freunde. Ich hasse ihn. Ich hasse PvP-Gefechte sowieso. Und mit diesem Tank hier doppelt. Aber ich werde für euch leiden. Ja, also ich zeige euch mal ein PvP-Gefecht und dann verkaufe ich diesen Tank und vergesse ich ihn. Ich mag ihn nicht. Mit seinem Peng 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 kann ich nichts einrichten und kann ich ja gar nicht so richtig Schaden machen. Ne? Also das ist einfach. Ich muss jetzt mich mehr auf mein Team verlassen. Ich hoffe, mein Team ist nicht so, dass er jetzt schnell drauf geht. Sondern ich hoffe, dass dieses Team kämpft bis zum letzten. Boah. Die sind viel zu schnell. Jawohl, einen habe ich. Weitem kann ich nicht. Komme ich einfach nie durch. Ich muss jetzt aufpassen. Das habe ich befürchtet. Jetzt zurück, zurück, zurück. Einfach so. Hierhin. Jetzt lade ich auf HE, weil da sind Panzer, wo ich gar nicht durchkomme. Und HE vielleicht. Los, 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 zurück. Jungs, ich scoute, ihr schießt. Jawohl. Jawohl. So, ich muss da hinfahren. Ah, schade, Freunde, schade, aber mehr könnte ich nichts machen. Jetzt gucken wir, wie ich war dort alleine. Und ja. Guck jetzt, was passiert. I7 macht hier eigentlich absolut gar nichts. Aber ich hoffe, mein Team gewinnt und ihr seht an diesem Gefecht. Also mit diesem Tank ein PvP-Gefecht zu gehen. Gewinnen oder am Leben zu bleiben, das könnt ihr knicken. Ich will so einen, wo man einmal schießt, macht Schaden, kann aber was abprallen und nicht so einen wie, ja, der absolut ein Schrott-Tank ist. Also ich muss sagen, Freunde, desto mehr ich mit dem fahre, desto mehr bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Schrottpanzer ist. Und dieser Schrottpanzer muss ich euch jetzt auch bei PvP-Gefecht noch zeigen, Freunde. Bitte nicht. Also, das wird. Ja, das wird einfach. Dieser Match würdet ihr sehen. Ich werde es euch zeigen, weil ich absolut keine Lust mehr habe, mit diesem Schrott-Tank zu
Ja, zu kämpfen, Gefechte durchzuführen, den verkaufe ich, vergesse ich, das ist einfach nervenzerreißend. Ja, also ich hoffe, die Jungs werden es packen. So, jetzt los, Jungs. Zerstört alle. Sind das ganze Team. Der kämpft hier alleine gegen zwei und ein Team hilft denn nicht. Und er ist ein Top-Tank. Jawohl. Die kämpfen hier. Die zwei kämpfen hier jetzt, die zwei Idioten. Sorry, Freunde, aber ich war da alleine und die haben mir nichts geholfen, also Idioten. Ich bin ein Leiting gewesen, ich wollte ihm helfen, ich habe sogar einem abgeknallt als Leiting und ich war nicht im Top, Freunde, also. Jawohl, mach sie fertig, Jungs, mach sie fertig. Komm jetzt, schieß. Oh, du verdammter Idiot. Okay, was machen unsere anderen? Ja, die fahren einfach hier rum, guckt. Die fahren einfach hier durch die Gegend voll mit HP und die fahren hier und nicht helfen und so, ne? Also schon ein bisschen Idioten. Jetzt könnt ihr hier alleine kämpfen. Jetzt hilft euch auch keiner. Aber der Tank ist geil. Mit dem würde ich gerne auch fahren. Ich werde auch mit dem fahren, Freunde. Der ist cool. Der macht Schaden, der hat auch ja, der hat auch Panzerung, besonders am Turm, man sieht's, Abprallturm, runder Kopf und so. Aber Freunde, ich bin froh, dass ich jetzt diesem FV nicht mehr sehe. Also den verkaufe ich, weil nachdem ich zweite Reihe euch komplett zeige, wird die komplette zweite Reihe verkauft. Auch komplett die erste Reihe, also die Einserpartner werden verkauft, weil ich mag einfach diese Bang 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 und 47 Schaden und nicht überall durchkommen, das mag ich einfach nicht. Ich mag einen Panzer, wo einfach Bumm und Schaden, Bumm und Schaden, das liebe ich. Und nicht diesem hier. Ja. Der hat überlebt, weil er bis zum letzten irgendwo hingefahren ist. Ich mag diesen Panzer nicht. Also ihr könnt ihn nochmal hier in volle Zügen genießen, aber ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn nicht. Ich weiß es auch nicht, wie die anderen mit dem so spielen. Ich mag ihn nicht. Das ist einfach ein Panzer, wo ich einfach sagen kann, ich kotz. So, die zwei kämpfen hier, das ist meine schöne Leiche. Ich würde gerne da mal sehen. Und der ist AFK. Ich habe leider nicht überlebt, aber Freunde, ich kann nicht mehr. Also ich werde das nicht nochmal auf mich nehmen und mit diesem Tank nochmal ein Gefecht fahren. Das schafft meine Nerven einfach nicht. Tut mir leid. Ich hätte vielleicht mit einem anderen Panzer das gemacht. Also mit zum Beispiel Typ 69 hätte ich gemacht. Terra Multim. Der ist auf K. So, aber zumindest wird das ein Sieg sein. Ja, zum Glück. Ja, erobere mal die Base. Die
die zwei versuchen, ihn wegzubekommen. Ihr seht, der macht gar keinen Schaden. Nur mit Hae. Oh, der wird noch gewinnen, ey. 2-1, also der wird noch gewinnen. Und der andere ist jetzt von der Base runtergefallen. Gefahr. Der wird ihn jetzt besiegen. Das wird eine Niederlage, ey. Was macht der andere? Der fährt ihm zu helfen, aber der wird jetzt dem abknallen und dann knallt er dem ab und fertig ist. Ja, ihr seht, jetzt 1-1. Was hat dieser Vollpfosten denn vor? Der hätte da erobern sollen. Mal gucken, wer jetzt am Ende gewinnt. Ich tippe auf den Feind. Ja, der schreibt auch. Ich habe nur ein Ping-Ping-Gun, also das kann man bei diesem Panzer hier nichts anrichten. Also bei dem Feind. Kap doch. Kap doch, Junge. Ich hab ja gesagt, der wird ihm noch fertig machen. Ich schreib mal Kap. Der wird ihn noch fertig machen. Guck durch das an. Nope. Der wird den fertig machen, Jungs. Der wird den fertig machen. HE, alter HE. Jawohl. Boah, war das knapp, Freunde. Oh, war das knapp. Ein Sieg, Freunde. Jetzt gehen wir zu der Statistik. So Leute, hier ist die Statistik. Ich habe 602 Erfahrungen bekommen, $22.062. Hab 8 ausgescoutet, 2 Panzer geholfen und Schaden 1427 gemacht. Freunde, folgendes. Per Kommando bin ich per Schaden. Ja, also hier per Schaden. Gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, 1000 hier die Mitte, jawohl. Kills habe ich auch noch ein, hier seht ihr, manche haben sogar viel weniger gemacht als ich, also dann ich habe 53 Schuss abgegeben, 43 davon getroffen, 10 daneben geschossen, am Ende habe ich 17.712 rausgefahren von Geld. Wie gesagt, Freunde, ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen, weil am Ende habe ich sogar gezittert. Ja, also das war so spannend, wer am Ende noch gewinnt. Auf jeden Fall, für mich ist die Sache gegessen. Ich habe euch den Tank gezeigt. Auch der zweite Tank für uns, der Oberlepper, der hat am Ende geschrieben,
Ich habe nur ein Peng-Peng-Gun, ja. Also diese Peng-Peng-Guns funktionieren bei so einem Tank wie dem gegnerischen nicht. Also da kann man mit Wattenbällchen bewerfen, ja, das hat den gleichen Effekt. Ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann nächstes Mal mit T92 LT bei PvP-Gefechte. Aber erstmal PvE natürlich mit dem. Aber auf jeden Fall, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen und wird genauso spannend für euch sein wie gerade bei mir. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss, euer Lone Wolf. Likes, Kommentare wie immer erwünscht. Vielen Dank und tschüss.